Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Zuseher, liebe Zuhörer, liebe Freunde, nachdem wir einen ersten Block mit Kirchenvätern abgeschlossen haben, die Kirchenväter der Anfangszeit, die sogenannten apostolischen Väter, werden wir jetzt zu einem zweiten großen Block von Kirchenvätern kommen, zu den sogenannten frühchristlichen Apologeten. Wir wollen jetzt zunächst untersuchen, was die Apologetik ist in dieser Zeit, was Apologetik bedeutet, und dann einige der großen Vertreter nennen und schließlich mit einem ersten beginnen. Freilich können wir diese Thematik der Vorstellung der frühchristlichen Apologeten nicht umfassend betreiben. Wir können nur immer wieder einige Vertreter und auch von denen nur einige Texte auswählen, die eine gewisse Bedeutung, besondere Bedeutung vielleicht auch für unsere heutige Zeit haben. Apologetik, Apologetes aus dem Griechischen, der Apologet ist der Verteidiger. Und die Apologia ist die Verteidigungsrede. Wir haben eben hier zwei griechische Begriffe, die auch dann Einzug gefunden haben in unsere Sprache. Jedoch wissen die meisten heute nicht mehr, was Apologetik bedeutet. Der Apologet war im Altertum ein Beamter, ein Beamter der griechischen Polis, hat gewisse Funktionen im Bereich der Jurisprudenz inne gehabt. Im Christentum hat es dann einen Wandel gegeben, da wird dieser Begriff dann auch gebraucht, Apologetik bzw. des Apologeten im Sinne eben einer Beweisführung, dass die christliche Religion eine vernünftige Religion ist. Das ist der eine große Bereich, und der andere große Bereich eben ist die Abwehr der Angriffe anderer Religionen und vor allem auch anderer Philosophien. Die Apologetik, die frühchristlichen Apologeten, haben ihren Ansatz natürlich schon im Neuen Testament, kann das im gewissen Sinne schon in den verschiedensten Verteidigungsreden, die man dort findet, eben wahrnehmen, dass es da eine Apologetik gibt. Denken wir nur an die Apostelgeschichte, denken wir im gewissen Sinn auch an die Reden des heiligen Apostels Petrus. Die eigentlichen Vertreter der christlichen Apologetik finden sich dann im 2. Jahrhundert. Der große Meister der Apologetik ist der heilige Justinus, der Märtyrer. Er ist gestorben im Jahr 165. Ein anderer großer Apologet dieser Zeit war Apollinaris von Ravenna. Und schließlich der große heilige Bischof Irenäus von Lyon. Einer der wirklich ganz großen Vertreter in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts nach Christus. Im dritten Jahrhundert ist es dann Clemens von Alexandrien, Tertullian, Origenes und auch Cyprian von Karthago, die zu diesen ganz großen Vertretern gehören. Wir wollen heute mit einem Vertreter des zweiten Jahrhunderts beginnen, mit dem sechsten Bischof von Antiochien, dem heiligen Theophilos. Er starb um das Jahr 183 und war circa 20 Jahre lang der Bischof von Antiochien. Unter seinen Werken ist wahrscheinlich das meiste verloren gegangen. Es ist ein großes Werk erhalten geblieben, die drei Bücher an Autolykus. Autolykus war ein gewisser Philosoph, ein gewisser Wahrheitssucher. Und
Dieser Autolykos macht nun dem Theophil von Antiochien ganz heftige Vorwürfe. Er beschimpft ihn als Christen und ja, bringt eben da eine Reihe von Anschuldigungen, was die christliche Religion betrifft, was das Wesen Gottes betrifft, was die göttliche Vorsehung betrifft und auch die Morallehre, die Sittenlehre, die Sittlichkeit der Christen. Der heilige Theophil von Antiochien beginnt dann seine große Verteidigungsschrift mit den Worten: Armselige Menschen mit verdorbenen Sinn, verschafft eine gelenke Zunge und eine wohlklingende Phrase Wohlgefallen, Lob und eitlen Ruhm. Wer aber die Wahrheit lebt, kehrt sich nicht an Geflunker, sondern untersucht, welches und wie beschaffen die mit dem Worte verbundene Tat ist. Also, er bringt da eine Tatsache, die für alle Zeiten gilt. Es gibt eben armselige Menschen, die moralisch verdorben sind, die Schlechtes im Sinn haben, Böses im Sinn haben. Und die können eben Kraft ihrer Fähigkeiten, die ja nicht unbedingt eingeschränkt werden durch ihr moralisches Fehlverhalten, eben Wohlgefallen, Lob und eitlen Ruhm erwerben. Die Zunge ist natürlich fähig, viele wohlklingenden Phrasen zu bringen, die gegen die Wahrheit sind, die letztlich auch gegen die Wahrheit der einzig wahren Religion, nämlich des Christentums, sind. Du bist nun, lieber Freund, heftig auf mich losgefahren, mit leeren Prahlereien über deine Götter aus Holz und Stein, von getriebener und Gussarbeit, geschnitzt und gemalt, die nicht sehen und hören, denn sie sind nur Bilder und Werke von Menschenhand. Autolykos ist ein Heide. Er versucht seinerseits, die heidnische Religion zu verteidigen, indem er eben mit leeren Prahlereien über seine Götter, die aus Holz und Stein sind, die materielle Gottheiten sind, eben die heidnischen Gottheiten der griechischen und römischen Antike. Er versucht eben, das alles zu verteidigen. Dann nennst du mich auch einen Christen, indem ich damit, wie du meinst, einen schlechten Namen trage. Ich bekenne nun denn, dass ich ein Christ bin und trage diesen Gott wohlgefälligen Namen mit der Hoffnung, ein für Gott brauchbarer Mensch zu sein. Hier haben wir ein Wortspiel, auch im Griechischen. Christus kommt von Christos, vom griechischen Wort Christos. Und das griechische Wort brauchbar, nützlich, Christos. Ja, Christos. Ist hier eben ein kleines Wortspiel im Griechischen. Man sieht also, der Autor ist durchaus auch sehr begabt, was die Sprache angeht. Es ist natürlich ein Autor, der in Griechisch schreibt, wie die Mehrheit dieser frühchristlichen Autoren Griechisch geschrieben haben in dieser Zeit. Auch die Kultsprache, die Sprache der Liturgie in dieser Zeit, war die griechische Sprache, noch nicht die lateinische Sprache. Theophil bekennt mit aller Klarheit, dass er Christ ist. Und das steht ganz am Beginn seiner Apologetik. Es steht nicht am Ende, sozusagen als Schlussfolgerung all dessen, was er gesagt hat, oder dass man sich denken könnte dann, dass er ein Christ ist, sondern er bekennt es gleich frei heraus. Ich bin ein Christ. Du schuldigst mich an, dass ich ein Christ bin. Du beschimpfst mich als Christ. Jawohl, ich bin ein Christ. Ich bekenne, dass ich Christ bin und trage diesen Gott wohlgefälligen Namen mit der Hoffnung, ein für Gott brauchbarer Mensch zu sein.
Und diesen wunderschönen Satz des heiligen Theophil wollen wir besonders untersuchen, besonders herausgreifen. Wir sind Christen. Jeder Getaufte ist ein Christ. Und der Name Christ ist ein Gott wohlgefälliger Name. Und jetzt kommt etwas Entscheidendes. Immer mit der Hoffnung, ein für Gott brauchbarer Mensch zu sein. Also wir Christen sollen für Gott brauchbare Menschen sein. Wirklich brauchbare Menschen sein, Gott wohlgefällig. Das wäre das Ideal für uns Christen, dass wir eben diesem Namen, den wir führen, würdig sind. Dass wir dem Namen Christ auch entsprechen, indem wir für Gott brauchbar sind, dass wir Werkzeug sind. Werkzeug in den Händen Gottes, um das Gute zu tun. Theophil fährt fort, denn es ist nicht so, wie du meinst, dass der Name Gottes ein schlechter Name sei. Vielmehr denkst du darüber nur deshalb, also, weil du vielleicht für Gott noch nicht zu brauchen bist. Ja, und das ist auch ein sehr, sehr schöner Satz, apologetischer Satz, den der heilige Theophil bringt. Er sagt dem Autolykus ganz klar, er ist noch nicht so weit. Er sagt ihm nicht, es ist alles ein Blödsinn, alles falsch, was er denkt, sondern er sagt, er ist noch nicht so weit. Er ist noch nicht brauchbar. Er ist vielleicht noch nicht brauchbar für Gott. Und da haben wir einen sehr wichtigen Ansatz für die Apologetik und in Folge auch für die ganze Theologie. Derjenige, der apologetisch arbeitet, auch im Sinne einer katholischen Philosophie, derjenige, der dann sich theologisch beschäftigt, akademisch-theologisch beschäftigt, der muss zunächst ein echter Christ sein. Das heißt, ein für Gott brauchbarer Mensch. Umso mehr, wenn er Priester ist. Wenn ein Theologe, ein Universitätstheologe etwa in unserer Zeit Priester auch ist, dann soll er zunächst ein brauchbarer Priester sein. Ein brauchbarer Christ und ein brauchbarer Priester, brauchbarer Geistlicher für Gott. Für Gott brauchbar. Also ein Werkzeug, das wirksam ist in den Händen Gottes, das den Willen Gottes wirklich erfüllt. Und hier sehen wir den großen Widerspruch zur heutigen Zeit. Diejenigen, die heute führend Theologie betreiben, natürlich nicht alle, es gibt eine ganze Reihe von wunderbaren Ausnahmen, die wirklich aufrechte Christen sind, gute Priester auch sind und akademische Theologie betreiben. Aber es sind doch sehr, sehr viele geworden in den letzten Jahrzehnten, wo man ganz klar sagen muss, das sind keine brauchbaren Menschen in der Hand Gottes, um das Gute zu wirken. Denn sie tun das, was dem Willen Gottes entgegengesetzt ist. Sie werden so zu Zerstörern des Guten. Sie werden so zu Zerstörern des Katholischen, zu Zerstörern der Kirche letztlich auch. Und wie viel Unheil hier geschehen ist in den vergangenen Jahrzehnten und wie die Folgen aussehen, das kann jeder selber feststellen, muss nur die Augen wirklich öffnen. Theophil von Antiochien kommt dann auf etwas weiteres sehr Wichtiges zu sprechen, dass Gott nur mit den Augen des Geistes geschaut werden kann. Wenn du aber sagst, zeige mir deinen Gott, so möchte ich dir antworten, zeige mir den Menschen in dir und ich will dir meinen Gott zeigen. Zeige mir also, dass die Augen deiner Seele sehen und die Ohren deines Herzens hören. Die Erkenntnis Gottes ist wesentlich eine geistige Aufgabe. Freilich, wir Menschen sind Sinneswesen. Durch die Sinneseindrücke
können wir dann letztlich auch aufsteigen zu den hohen geistigen Dingen. Aber entscheidend wird es sein für den Gottsucher und denjenigen, der dann wirklich auch Gott findet, dass er die Augen der Seele nutzt und auch die Ohren des Herzens. Ja, hier haben wir zwei wunderbare Begriffe, die für die Gotteserkenntnis von größter Bedeutung sind. Die Augen der Seele und die Ohren des Herzens. Wir müssen sehen lernen, geistig, übernatürlich sehen lernen und geistig, übernatürlich hören lernen. Denn gleich wie die mit ihren leiblichen Augen Sehenden die Vorgänge im Erdenleben wahrnehmen und zugleich die verschiedenen Erscheinungen unterscheiden, ob Licht oder Finsternis, ob etwas weiß oder schwarz, missgestaltet oder wohlgestaltet, harmonisch oder ebenmäßig oder unharmonisch und ohne Ebenmaß oder über das Maß hinaus oder einseitig ist, wie man auch in gleicher Weise unterscheiden kann die Dinge, die unter das Gehör fallen, ob nämlich ein Ton hoch oder tief oder angenehm sei. So verhält es sich auch mit den Ohren des Herzens und den Augen des Geistes, wenn es sich um die Möglichkeit handelt, Gott zu schauen. Gott wird nämlich von denen gesehen, die imstande sind, ihn zu sehen, wenn sie nämlich die Augen ihres Geistes offen halten. Denn es haben zwar alle ihre Augen, aber bei einigen sind sie getrübt und sie sehen das Licht der Sonne nicht. Und wenn die Blinden nicht sehen, so folgt daraus gewiss nicht, dass auch die Sonne nicht scheint, sondern die Blinden müssen sich und ihren Augen die Schuld zuschreiben. Und hier haben wir etwas sehr Schönes. Die Menschen, die geistig blind sind, die geistig taub sind, die sehen nicht und hören nicht das, was die Wahrheit ist, das, was letztlich mit dem lieben Gott auch übereinstimmt. Sie sind blind, sie sind taub und sehr oft ist das eben aus eigener Schuld selbst verursacht. Und hier kommt jetzt auch eine klare Antwort zu: Hast auch du, o Mensch, infolge deiner Sünden und schlechten Handlungen getrübte Augen. Also die Sünde und die bösen Handlungen, die sind das große Hindernis, um Gott zu erkennen, um die Wahrheit zu erkennen. Und das sind ganz, ganz bedeutsame Sätze für unsere Zeit. Man kommt bei vielen Menschen im Apostolat, in der Mission nicht weiter, weil sie ein Hindernis aufgebaut haben. Und dieses Hindernis ist aufgebaut wegen der Sünde, wegen den schlechten Handlungen und weil diese Menschen nicht bereit sind, sich zu bessern. Deswegen ist ihnen der Zugang zur Wahrheit auch verschlossen. Der Zugang zur Wahrheit erfordert immer auch eine gewisse Bekehrung. Zeige also dich selbst, ob du kein Ehebrecher, kein Dirnenjäger, kein Dieb, kein Räuber, kein Wegelagerer, kein Knabenschänder, kein Mann der Gewalttat, ob du nicht schmähsüchtig, zornmütig, neidisch, prahlerisch, argwöhnisch, ein Raufbold, ein Geizhals, ungehorsam gegen die Eltern, ein Verkäufer deiner Kinder bist. Solche, die derlei Dinge tun, erscheint Gott nicht, wenn sie sich nicht zuvor von allem Schmutz reinigen. So umgibst auch du dich, o Mensch, mit Finsternis, mit der Abkehr von Gott, dass du Gott nicht sehen kannst. Die Sünde führt dazu, dass man Gott nicht sieht, dass man Gott nicht erkennen kann. Und das ist etwas ganz, ganz Grundlegendes in einem apologetischen Diskurs. Mit Menschen, die sich so von vornherein verschließen, nicht bereit sind, einen gewissen Weg der Bekehrung wenigstens ein wenig einzugehen, damit ihre Augen zu sehen beginnen und ihre Ohren zu hören beginnen,
da wird es eben schwierig sein, wirklich zu überzeugen, wirklich ein gutes Gespräch zu führen. Das ist eine Grundbereitschaft, dass man eben bereit ist, sich zu bessern, bereit ist, vom schlechten Leben Abstand zu nehmen. So haben wir beim heiligen Theophilus gleich am Beginn etwas sehr Grundlegendes für die Apologetik gelernt, was eben eine Grundvoraussetzung ist, um dann fruchtbar die Wahrheit, den wahren katholischen Glauben verteidigen zu können gegen die falschen Anschuldigungen. Gottes reichen Segen.